Hallo, ich nehme heute die Eintragung meines Unternehmens in das Transparenzregister vor. Und wenn Sie möchten, dann können Sie das simultan miterledigen. Die einzelnen Punkte, die dort einzutragen bzw. auszufüllen sind, werde ich kommentieren. Gestartet wird auf transparenzregister.de. Ich habe Ihnen das nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann gleich auf der Startseite klicken Sie auf Jetzt registrieren. Wir müssen dann nochmal auf der nächsten Seite auf Jetzt registrieren klicken und geben dann Ihre E-Mail-Adresse ein und vergeben ein Passwort. Das ist soweit erstmal nicht schwer. Wir müssen das natürlich nochmal wiederholen. Da ich wegen Tonproblemen das Video noch ein zweites Mal aufgenommen habe, kann ich jetzt nicht nochmal auf Speichern klicken, denn ich habe diesen Registrierungslink schon per E-Mail zugeschickt bekommen und den zeige ich Ihnen jetzt einmal. Und diesen Link, den ich in meiner E-Mail habe, den klicke ich an und damit erhalte ich dann die Registrierungsbestätigung. So, ich bin jetzt wieder zurück auf der Startseite und habe jetzt die Möglichkeit, mich hier im Transparenzregister anzumelden. Nur noch kurz, wer muss sich denn überhaupt registrieren lassen? Das sind alle Unternehmen außer einer GbR und eingetragenen Vereinen. Der Sinn des Eintragens ist, dass man die natürliche Person hinter dem Unternehmen identifizieren kann, die mehr als 25% der Stimmrechte oder Kapitalrechte hat. Wir haben jetzt mit der Registrierung noch keine Eintragung vorgenommen. Das müssen wir jetzt machen, deswegen klicke ich hier auf Anmelden. Hier sind schon meine Anmeldedaten jetzt vorausgefüllt, weil ich das über einen Passwortmanager, der hat das jetzt schon eingetragen. Und wenn ich mich dann anmelde, dann geht es erstmal darum, was ich hier machen will. Und wir wollen den wirtschaftlich Berechtigten eintragen. Das will ich jetzt machen und muss dann die erweiterte Registrierung aufrufen. Und hier wird nochmal abgefragt, welchen Zweck diese Registrierung hat. Da gibt es einmal den wirtschaftlich Berechtigten, der eingetragen werden soll, oder zur Einsichtnahme ins Transparenzregister. Aber wir wollen jetzt erstmal den wirtschaftlich Berechtigten eintragen. Und in diesem Dialogfeld geht es um die Art der Registrierung. Ich möchte mein Unternehmen erstmal überhaupt das Unternehmen in das Transparenzregister eintragen. Das muss ich zuerst machen, bevor ich dann den wirtschaftlich Berechtigten eintragen kann. Und dazu drücke ich dann auf Weiter und kann jetzt hier alle Felder mit dem Sternchen ausfüllen. Nun muss ich auch noch einen Ansprechpartner, der das Konto hier sozusagen verwaltet, mit angeben. Da gebe ich mich auch mit an und muss jetzt noch hier eine Telefonnummer eingeben. So, und die E-Mail-Adresse ist bereits ausgefüllt. Dann muss ich das alles noch bestätigen. Andere Felder haben jetzt kein Sternchen. Deswegen belasse ich es jetzt erstmal dabei und klicke auf Weiter. So, und muss ich eine Rechnungsadresse hinterlegen, weil die Eintragung in das Transparenzregister ist kostenpflichtig. Ich meine, dass da so eine Jahresgebühr von 4,80 Euro oder knapp 5 Euro erhoben wird. Dafür werden die Rechnungsdaten benötigt. Und jetzt habe ich hier nochmal dann eine Übersicht über all die von mir gemachten Angaben und die speichere ich dann.
Jetzt erhalte ich noch einmal eine erweiterte Registrierungsbestätigung und kann dann mit dem Klick auf zum Start auf die Seite Meine Aktien und Daten kommen, die man auch hier oben über den Link, diese Taste, erreichen kann. So, nun ist aber noch immer nicht das Unternehmen registerkonform eingetragen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Dazu müssen wir jetzt noch diese Rechtseinheit, also die in meinem Falle meine GmbH, und auch noch den wirtschaftlich Berechtigten, nämlich meine Person, hinzufügen. Dann klicke ich da einmal da drauf und dann kann ich mal schauen, ob mein Unternehmen schon überhaupt im Transparenzregister eingetragen ist. Und gebe hier den Namen ein und klicke auf Suchen und bekomme kein Ergebnis, nicht vorhanden. Dann muss ich das jetzt machen. Klicke dann hier Neue transparenzpflichtige Rechtseinheit anlegen an. Und dann geht es erstmal darum, welche Art der Registrierung ich vornehmen möchte. In meinem Fall ist eine GmbH, also eine juristische Person. Und meine GmbH, also mein Unternehmen, ist eingetragen im Handelsregister. Darum klicke ich hier das an und muss jetzt hier den Handelsregister eingeben oder das Handelsregister eingeben, das in meinem Falle TOS steht. Und die Registrierungsart ist für eine GmbH Handelsregisterabteilung B und gebe jetzt meine Registernummer ein, meine Handelsregisternummer, das ist 208155 und den Namen meiner Gesellschaft und klicke auf Abfrage starten. Und da ist auch mein Unternehmen gefunden. Das muss ich dann auswählen, muss das bestätigen. Dann bekomme ich eine erste Übersicht über über mein Unternehmen und muss das hier noch einmal bestätigen, dass die ausgewählte Firma die ist, die im Register geführt wird. So, nun müssen wir nochmal die Adresse eingeben. Das Buch ist schon eingegeben. Weitere Felder sehe ich jetzt nicht, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, also keine weiteren Pflichtfelder. Deswegen klicke ich hier auf Weiter und bekomme jetzt eine Übersicht. Die Art der Registrierung, eine juristische Person, die ist zugeordnet zum Handelsregister in TOS steht, unter der Registrierungsnummer, die Anschrift des Unternehmens ist hier hinterlegt und sonst waren keine weiteren Angaben notwendig. Und nun klicke ich dann auf Speichern und bekomme dann noch einmal die Bestätigung der gesamten eingetragenen Daten und klicke dann zur Übersicht. Nun sehe ich hier auf der Seite, dass meine transparenzpflichtige Rechtseinheit gefunden wurde unter dem Namen Blank GmbH. Und hier in der Legende steht, dass man auf das Plus-Symbol drücken muss, um eine wirtschaftlich berechtigte Person einzutragen. Und das nehme ich jetzt vor, indem ich hier auf das Plus-Symbol klicke. Und nun werde ich erstmal in diesem Dialog gefragt, ob ich eine Unstimmigkeitsmitteilung bekommen habe oder ob ich eine Berechtigung vornehmen möchte. Das ist beides nicht der Fall, deswegen klicke ich auf Weiter. Und nun muss ich die Angaben zu meiner Firma noch einmal bestätigen, dass die hier im Transparenzpflichtigen, dass das die transparenzpflichtige Rechtseinheit ist, unter dem ich einen wirtschaftlich Berechtigten eintragen will. Und der obere Bereich wäre anzuhaken, wenn ich einen Folgeauftrag habe, wenn bereits ein wirtschaftlich Berechtigter eingetragen ist. Das ist bei mir noch nicht so. Deswegen gebe ich jetzt erstmal das Gültigkeitsdatum ein. Und zwar kann ich hier eine Vorauswahl machen, dass in den letzten 4 Jahren sich nichts geändert hat in der
bei den wirtschaftlich berechtigten Personen in meinem Unternehmen. Also kann das gültig sein ab dem 1.10.2017 und soll gültig sein bis auf Weiteres. Und das bestätige ich jetzt erst einmal und komme nun endlich sozusagen auf die Seite, wo ich mich eintragen kann. Und dann nehme ich natürlich auch nur die Eintragung vor, die mit einem Sternchen als Pflichtfeld gekennzeichnet sind. Und das bin ich einmal Hendrik, Nachnamen Blank, mein Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit wäre Deutschland und mein Wohnort ist auch in Buchholz und das Wohnsitzland ist in diesem Fall auch Deutschland. Und nun noch die Frage nach dem Typ des wirtschaftlich Berechtigten. Ist es ein tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter oder ein fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter? Ein fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter wäre anzugeben, wenn beispielsweise eine GmbH-Gesellschafter einer anderen GmbH ist und man so nicht erkennen kann, wer tatsächlich wirtschaftlich berechtigt ist, dann müsste hier fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter ausgewählt werden, sodass man diese Person dann eindeutig zuordnen kann. In meinem Fall ist es nicht so. Ich bin der tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte und mein wirtschaftliches Interesse ist die Beteiligung an dieser Vereinigung, an der GmbH, insbesondere in der Höhe der Kapitalanteile und diese Höhe der Kapitalanteile muss ich nun angeben und das wäre bei mir in meinem Falle 100% und kann jetzt auf wirtschaftlich Berechtigten übernehmen klicken. So, nun wiederholt sich quasi dieser Dialog in meinem Falle mit einem wirtschaftlich berechtigten Kapitalanteil von 100%, mache ich jetzt keine weiteren Angaben. Es gibt keine weiteren wirtschaftlich Berechtigten. Aber wenn vielleicht in Ihrem Unternehmen verschiedene Gesellschafter tätig sind mit unterschiedlichen Kapitalanteilen, dann müssten diese nun hier auch mit aufgeführt werden. So, nun kann ich auf Weiter klicken und bekomme dann nochmal eine Übersicht über diesen Eintragungsauftrag und kann das noch einmal überprüfen, muss dann hier unten bestätigen, dass ich die Nutzungsbedingungen akzeptiere, dass der Auftrag zur Eintragung nicht rückgängig gemacht werden kann, nicht ganz und auch nicht teilweise. Und ich hiermit versichere, dass ich verbindlich einen Auftrag zur Eintragung erteile und dazu auch berechtigt bin. Und mit dem Klick auf Auftrag erteilen bekomme ich ja nun auch eine Bestätigung des Auftrages. Ich kann mir diese auch nochmal als PDF downloaden, um das in meinen Unterlagen abzulegen. Und nun klicke ich auf die Taste zurück zum Start und sehe, dass nun die Eintragung vollständig ist. Die rote Markierung ist nun gewechselt in eine schwarz-graue Markierung und somit ist die Anmeldung im Transparenzregister abgeschlossen. Ich klicke jetzt noch auf Abmelden und damit habe ich nun meine Pflicht zur Registrierung erfüllt.